Persönlich kann ich sagen, dass ich mich sehr auf die Sonne gefreut habe, weil die habe ich, glaube ich, seit Ende September nicht mehr gesehen. Und so gesehen kann es gar nicht schön genug sein. Klar ist aber auch, wir müssen natürlich darauf achten, wir werden nächste Woche Samstag gegen Hoffenheim in Bremen spielen und nicht in Spanien. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir dann nochmal die 3 Tage in Bremen haben. Also aus diesen Temperaturen direkt zu einem Spiel mit 1-2 Tagen nur davor, das wäre mir zu viel. Aber wir haben dann ja nochmal nahezu eine gesamte Woche in Bremen. Wir haben gleich noch ein paar Gespräche im Trainerteam, bereiten den Tag morgen vor und dann werden wir aber vielleicht es heute auch nochmal schaffen, zumindest nachmittags 1-2 Stunden auch mal die Sonne zu genießen, weil die sehen wir sonst dann aus dem Hotel raus, aber nicht draußen. Das würde ich heute gerne mal ändern. Aber ganz viel Freiraum bleibt nicht, weil wir müssen morgen Tag vorbereiten und wie gesagt noch 1-2 Sitzungen mit dem Funktionsteam. Wir werden den Nachmittag schon sehr sinnvoll füllen. Aber eine Stunde Sonne sollte drin liegen für uns auch. Also auch die Standards machen wir zusammen. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wir versuchen das alle Bereiche gemeinsam abzudecken, weil dieses Trainerteam ja auch aus meiner Sicht so zusammengestellt ist, dass es eben die verschiedensten Blickwinkel, die man auf den Fußball haben kann, sehr gut abdeckt. Deshalb versuchen wir alles da gemeinsam zu besprechen. Heute war das eine Entscheidung, ich glaube, das haben Sie ja dann auch alle gemerkt die letzten Tage. Ich habe viel mit den Spielern geredet und es kann auch wieder Tage geben, wo ich die Standardeinheit mache, aber ich habe es heute für sinnvoll erachtet, wenn die Spieler mal meine Stimme nicht so präsent haben.